welchen ihr die Sünden nachlassen werdet. Rechte Vertreter Gottes auf Erden. Durch falsche Auslegung meines Wortes ist schon viel Irrtum entstanden und verbreitet worden. Und es ist schwer, einen solchen Irrtum auszumerzen, ihn durch reine Wahrheit zu ersetzen. Denn die Menschen nehmen weit eher den Irrtum an und verbreiten ihn als Wahrheit, als dass sie sich belehren lassen und die reine Wahrheit annehmen. Und immer konnte dies geschehen, so wie mein Wort nur dem Buchstaben gemäß ausgelegt, doch niemals des Wortes geistiger Sinn verstanden wurde. Dass die Menschen mit Sünden belastet sind, ist Folge ihres einstigen Abfalles von mir. Folge der Ursünde, die geistige Finsternis brachte über die Wesen, die einstens in hellster Erkenntnis standen und voller Licht waren. Es ist also die Menschheit noch unter dieser Sünde stehend, wenn sie nicht durch Jesus Christus davon erlöst wird. Und um dieser unglückseligen Menschheit willen stieg ich selbst zur Erde und brachte als Mensch Jesus das Kreuzesopfer dar zur Tilgung jener unermesslichen Schuld. Da es nun aber den Menschen freisteht, Jesus als den göttlichen Erlöser anzusehen, indem ich selbst Mensch geworden bin, müssen sie auch in das Wissen um ihn, um die Begründung ihres Menschseins und des Erlösungswerkes eingeführt werden. Und zu diesem Zweck sandte ich meine Jünger hinaus in die Welt, die ich zuvor selbst unterrichtet hatte und die darum auch als meine Vertreter den Völkern mein Evangelium künden konnten. Es ist nun ganz leicht zu verstehen, dass die Menschen frei wurden von ihrer großen Sündenschuld, die Gnaden des Erlösungswerkes annahmen, dass von ihnen alle Sünden genommen wurden, wenn sie sich als sündig bekannten und zum Kreuz, zum göttlichen Erlöser, ihre Zuflucht nahmen. Meine Jünger nun brachten den Menschen die Kunde von mir und meinem Erlösungswerk. Und wer ihre Lehre annahm, dem konnten sie auch die Vergebung aller Schuld zusichern. Denn diesen Auftrag hatten sie von mir bekommen, den Menschen Aufschluss zu geben, weshalb sie unglückselig und belastet waren. Und darum konnten sie ihnen auch in meinem Auftrag die Zusicherung geben, frei zu werden von aller Schuld, wenn sie mich anerkannten und mich um Vergebung angingen. Denn sie sind hinausgegangen in alle Welt, um an meiner Statt zu predigen das Wort vom Kreuz. Und so also konnten sie auch an meiner Statt den Menschen die Sünden vergeben. Denn solange sie als meine Vertreter den Menschen das Evangelium brachten, waren sie auch von meinem Geist erleuchtet. Und sie erkannten den sündigen Zustand der Menschen. Sie erkannten auch deren Bußfertigkeit, die ihnen das Recht gab, an meiner Statt sie freizusprechen von jeglicher Schuld. Und sie taten nur das, was ich selbst getan hätte, als ich über die Erde wandelte. Also hatte das Wort, welchen ihr die Sünden vergebet, denen sind sie vergeben, seine Berechtigung. Und es muss auch in diesem Sinne verstanden werden. Nun aber geht es darum, wer als mein rechter Vertreter auf Erden tätig ist. Denn davon allein hängt es ab, ob eine Sündenvergebung von Seiten eines Menschen möglich, das heißt, von meinem Willen sanktioniert ist. Denn nicht jeder, der sich mein Vertreter nennt, ist von meinem Geist erleuchtet, dass er den Seelenzustand dessen erkennt, dem er Sünden vergeben will. Nicht jeder, der sich mein Vertreter nennt, kann den Mitmenschen mein Evangelium verkünden, weil nur die von meinem Geist erleuchteten Menschen um das Erlösungswerk Jesu, um dessen geistige Begründung und die große Urschuld wissen und daher unbedingt das Wirken meines Geistes möglich sein muss, dieses aber nicht bei denen festzustellen ist, die sich als meine Diener, als meine Vertreter auf Erden ausgeben. Folglich sind diese auch nicht berechtigt und befähigt, über den Seelenzustand der Mitmenschen zu urteilen und ihnen Sünden zu erlassen. Und wenn sie es tun, ist der Mensch dennoch nicht frei von seiner großen Schuld, wenn er nicht selbst den Weg geht zu Jesus Christus und ihn selbst angeht um Vergebung seiner Schuld.
Darum dürfen sich die Menschen nicht verlassen auf Zusicherungen von Seiten derer, die selbst nicht fähig sind, Sünden zu vergeben, weil nicht ich ihnen dieses Amt übertragen habe. Und darum wirkt sich eine solche Irrlehre sehr schädigend aus an den Seelen, die nun glauben, durch vorgeschriebene Gebräuche frei geworden zu sein von ihren Sünden und es versäumen, selbst sich Jesus Christus hinzugeben und ihn innig zu bitten, dass er ihnen ihre Schuld vergeben möge. Denn die Tilgung der Urschuld kann nur von Jesus Christus allein den Menschen geschenkt werden. Und es ist dazu das Wissen nötig, das wieder nur durch die reine Wahrheit gewonnen werden kann. Solange sich aber Menschen dazu für berechtigt halten, die selbst nicht von mir berufen wurden, wird dies nur zur Folge haben, dass eine laue Einstellung eintritt, weil der Mensch sich nun enthoben glaubt seiner Verantwortung, sowie ihm von Seiten eines Mitmenschen die Vergebung seiner Sünden zugesichert wird. Wenn auch unter dem Hinweis, dass ich selbst diese Verheißung gegeben habe. Ich sprach zu meinen Jüngern die Worte, welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen. Und immer werden auch diese Worte ihre Berechtigung behalten bei denen, die ich selbst mir als meine rechten Jünger erwähle. Doch niemals können die gleichen Worte bezogen werden auf jene, die sich selbst oder wieder durch Mitmenschen zu meinen Nachfolgern machten. Denn ich allein weiß es, wer mir in der rechten Weise dienet und wer die dazu nötigen Voraussetzungen aufweisen kann. Und also erwähle ich mir auch nun wieder meine rechten Vertreter auf Erden, die mein Evangelium in aller Wahrheit verkünden sollen und die auch den Irrtum klar herausstellen und bekämpfen sollen. Denn nur die Wahrheit kann für die Menschen ein rechtes Licht bedeuten, indem sie den Weg finden zur Höhe, zu mir heim, in ihr Vaterhaus. Amen.